unermesslicher Liebe grüße ich euch. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Jesus, der Sohn. An diesem heutigen, für euch besonderen Tag, da Jupiter und Neptun gemeinsam in Konjunktion auf euch ihre Energie ausstrahlen, möchte ich, Geliebte, mit euch diesen Tag begehen. Jupiter, der Planet des Glücks, wie ihr ihn nennt, ist auch der Planet der Ausdehnung. Und er schützt die Erde so lange Zeit. Neptun, die Energie des Verborgenen, auch eine illusionäre Energie kann es sein, doch kann sie euch auch verbinden mit tieferem Wissen. Und mit der Möglichkeit und Fähigkeit, hinter den Schleier zu sehen. So kommt es wie so oft darauf an, wer bist du, Seele? Welcher Aspekt wird nun zum Ausdruck kommen? Wirst du durch deine Klarheit und Ausrichtung, durch deine Fähigkeit, in dir zu ruhen, ohne Wertung, in deinem Herzen, in deiner Liebe zu sein, dich immer mehr in diese Qualität hin ausdehnen, und dein tieferes Wissen, was in dir verborgen ist, dir erschließen, wird ein höherer Aspekt deiner selbst nun Raum nehmen in dir. Ich gehe davon aus, Geliebte, dass ihr, die ihr meine Botschaft hört, zu dieser Gruppe Menschen gehört. Doch gibt es auch jene, die noch voller Angst sind, die noch völlig unbewusst ihr Leben nach den Wünschen anderer gestalten. Auch auf jene trifft es zu, dass ihre Qualität des Seins sich weiter ausdehnt und sie noch tiefer womöglich in die Illusion verstrickt werden. Denn Neptun verschleiert, wenn du nicht in deinem hohen Bewusstsein bist, so kann er deine Illusion verstärken. So gibt es wie immer mehrere Ebenen der Wahrheit. So wie die ein und dieselbe Energie, je nachdem in welchem Bewusstsein du dich befindest,
auf eine sehr positive, ausdehnende Erwachungsenergie für dich wirken kann. Oder auch das Gegenteil. Und dann gibt es jene, die in der Mitte stehen, die noch nicht ganz in der Illusion gefangen sind, sondern gerade im Begriff zu hinterfragen, zu erwachen, ihr Herz zu öffnen, weil sie spüren, dass nur die Liebe für die Menschheit wichtig ist und nicht die Trennung und nicht die Spaltung. Und jene kann die Form der Ausdehnung, die nun möglich ist, zu einem größeren Erwachen führen. Doch wie immer es auch sein mag, bleibe in deinem Herzen, in deiner Mitte. Bewerte weder das eine noch das andere. Sei im Vertrauen. Sei empfangend ausgerichtet. Empfangend die Wahrheit. Empfangend die Energie der Befreiung. Denn es ist so viel Befreiung möglich. Gerade jetzt, zu dieser Zeit und nicht nur heute, sondern diese Energie setzt sich fort. Und wie es so ist mit der Energie der Befreiung, hat sie auch einen herausfordernden Aspekt. Es mag sein, dass durch Träume oder Gefühle alte Muster in dir noch einmal ins Bewusstsein kommen. Und es ist wichtig, und so kannst du auch deinem Nächsten helfen, indem du sie darauf aufmerksam machst. Es ist wichtig, sie einfach nur wahrzunehmen, einfach nur zu fühlen, einfach nur anzuerkennen, dass es ist, ohne sich darin zu verlieren, ohne dagegen Widerstand zu erzeugen, ohne sie zu bewerten. Lade mit deinem Bewusstsein, mit deinem Herzen, dein hohes Wissen zu dir ein. Lade mit deinem Herzen dein reines, wertfreies Empfinden zu dir ein. Lade mit deinem Bewusstsein reine Gedanken zu dir ein. Doch verdränge nichts. Erzeuge keine Widerstände. Bleibe wertfrei, beobachtend, annehmend. Denn dies ist die Energie der Befreiung.
Und wenn du ein offenes Ohr für liebe Menschen um dich herum hast, für ihre Sorgen und Ängste, und du bist einladend, dein Wissen, dein Vertrauen mitzuteilen und sie teilhaben zu lassen, ohne sie zu bevormunden, ohne sie zu belehren, sondern einfach, weil du vertrauend bist, weil du voller Leuchten bist in dir, weil dein hohes Sein durch dich strahlt. Und wenn du alleine bist, Geliebte, Geliebte, so ändert dies nichts, denn durch dein Sein veränderst du die Energie des Kollektivs. Jeder Mensch, der glücklich ist, jeder Mensch, der erwacht, macht es einem anderen möglich, auch glücklich zu sein und auch zu erwachen. Denn dies ist das Gesetz, wie eine Welle, die sich fortsetzt. Wie ein Stein, der ins Wasser fällt und seine Ringe sich ausbreiten über den ganzen See. Die Ringe, die er erzeugt im Wasser. Oder wie ein Instrument, das angeschlagen wird und einen Ton erzeugt und alle Instrumente zum Schwingen bringt, die gleichgeartet sind, die in Resonanz sind. Und wisset, dies sind Bilder aus eurer Zeit und Welt. Doch werdet ihr spüren und erleben, wie im Wind Klänge sind von so unermesslicher Schönheit und Kraft, wie kein Instrument sie erzeugen kann. So ihr denn in einem hohen Bewusstsein seid und hört und lauscht. Und der Klang der Schöpfung, der Ton Gottes in allem schwingt und ihr es wahrnehmen könnt. Denn alles schwingt, alles tönt, so wie alles, jede Materie mit Licht durchdrungen ist, mit Energie, so auch mit Schwingung und mit Ton und Klang. Nichts ist statisch und fest in eurer Welt, auch wenn es euch so erscheinen mag. Und je höher ihr schwingt in eurer Wahrnehmung, desto mehr werdet ihr dies erkennen. Und ihr werdet erkennen, zu glauben, dass es irgendetwas statisch, fixiertes, festes gibt, eine Illusion ist, dass alles immer und zu jeder Zeit schwingt, sich bewegt, Licht und Töne erzeugt. Und dies, wenn ihr dies erkennt, wenn ihr dies wahrlich erfahrt in eurem hohen Bewusstsein der neuen Zeit, wird es in euch so viele Grenzen sprengen,
so viele Grenzen sprengen. Denn es ist ein Unterschied, etwas wahrlich zu erfahren, als etwas mit dem Verstand zu wissen. So ist es ein großer Unterschied, ein Konzept in sich zu tragen, das Geist Materie erzeugt, als wahrlich zu erfahren, wie ihr durch euer Denken, durch euer Fühlen Materie erzeugt und Realität verändert. Nichts ist statisch und nichts ist unmöglich. Die Grenzen, die ihr akzeptiert habt, sind die einzigen Grenzen, die es gibt, und sie existieren nur in eurem Kopf, in euren Glaubenssystemen, in euren dadurch begrenzten Erfahrungen, die ihr selbst erschaffen habt und die ihr nun getrost loslassen könnt, indem ihr sie erkennt, indem ihr sie wahrnimmt, damit spielt und experimentiert und so neue Erfahrungen erzeugt. So viel Befreiungsenergie wird euch zuteil, und keine Macht auf Erden kann dies aufhalten. Es kann nur aufgehalten für jene, die daran glauben, dass sie machtlos sind, die daran glauben, dass sie machtlos sind. So ist jetzt die Zeit mehr denn je, ganz bewusst den Blick zu schiften in die Freiheit, in die Befreiung, in die Möglichkeiten, die du bisher vielleicht noch nicht erkannt hast und die jetzt für dich bereitstehen, dass du sie erforschst. Weite deinen Geist, weite dein Herz und alle Gedanken, Gefühle, die du noch als begrenzend erlebst, erkenne als Illusion. Erkenne als Illusion. Vor 2000 Jahren sagte ich euch, alles, was ich tue, werdet auch ihr tun und mehr. Alles, was mit mir möglich war, ist euch möglich und mehr. Die einzige Limitation ist in euch selbst, dass ihr an sie glaubt, und dass ihr euch getrennt fühlt von der allumfassenden Schöpferkraft und Macht, dem Vater. Und eurer eigenen Essenz. Ihr seid nicht allmächtig, doch seid ihr mächtige Schöpferwesen.
allmächtig im Sinne, wie es nur den einen gibt. Und doch seid ihr so viel mächtiger, als ihr je geglaubt habt. Und wenn Gott ganz in euch tief als Wahrheit, als euer Sein verankert ist, könnt ihr alle Grenzen sprengen. So viel, an das ihr geglaubt habt, sind Limitationen, die ihr selbst erschaffen habt. So auch der Tod. Es ist im Plan eurer Entwicklung, dass ihr den Tod überwindet und freie Wesen werdet, die entscheiden, wann sie in eine andere Ebene übergehen und wie lange sie bleiben. Nehmt dies als Möglichkeit für euch wahr. Denn es ist Teil eurer Entwicklung. Und so sprecht mir nach. Ich bin jetzt bereit, meine Begrenzungen ganz und gar aus mir herauszulösen und mich als das mächtige Schöpferwesen zu erkennen, dass ich bin. Und so ist es. Seid gesegnet, Ani, o Hevet, o Drach. Und ich, Jesus, ziehe mich wohl jetzt aus dem Medium zurück, doch bin ich immer bei euch, solange ihr dies in eurem Bewusstsein aufrechthaltet. Und so ist es.